Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute zum Samstag will ich euch einen kleinen Trick verraten. Und zwar einen psychologischen Trick, der mir am Anfang sehr geholfen hat, mein Trading so durchzuziehen, wie es sein muss. Und zwar geht es heute um deinen imaginären Traderfreund. Was sich dahinter verbirgt, das gibt's jetzt hier im Video. Dein imaginärer Trading-Freund. Ich bin auf dieses Thema diese Woche durch Zufall wieder gestoßen. Und zwar, ich saß im Auto, bin eine längere Strecke gefahren und habe mir ein Hörbuch angehört. Und in diesem Hörbuch, hatte überhaupt nichts mit Trading zu tun, ne, ging es um was vollkommen anderes, kam aber auch dieser imaginäre Freund vor. Und da fiel mir etwas ein, was ich vor vielen, vielen Jahren bei mir immer gemacht habe. Und ich habe das damals mir irgendwann mal ausgedacht, so als Unterstützung, und habe dann aber später dann auch gelesen, dass das tatsächlich etwas ist, was von Trainern, was von so Persönlichkeitscoaches immer mal wieder empfohlen wird. Und jetzt keine Angst, es wird nicht esoterisch, naja, ein bisschen schon, aber gebt mir einfach mal die Chance, euch kurz zu erklären, um was es dabei geht. Und zwar, ich erzähle euch das ganz einfach aus meiner Situation heraus. Als ich angefangen habe mit Traden, Börsenhandel, da war es ja so, dass ich theoretisch schon wusste, wie das alles funktioniert, und nichtsdestotrotz hat es natürlich am Anfang nicht so geklappt. Und der Grund, warum es nicht geklappt hat, das war weniger das fehlende Wissen. Klar, das war auch jetzt nicht ganz so da, ne? Das kommt auch im Laufe der Zeit, aber der Hauptfehler, den ich gemacht habe, war natürlich immer, dass ich sehr stark noch mit meinen Emotionen zu kämpfen hatte. Also ihr kennt das vielleicht alle, ne? Wenn wir es mal auf den Optionshandel beziehen, du hast eine Signal und müsstest jetzt eigentlich den Put oder den Call verkaufen oder den Spread oder was auch immer, aber du traust dich nicht so richtig, weil du sagst, naja, das sieht nicht so gut aus und morgen ist diese, ist das und dann nächste Woche kommen diese Daten und das heißt, du traust dich nicht auf den Knopf zu drücken. Oder andere Situation, du bist in einem Trade und der Trade entwickelt sich gegen dich. Ja, klassisches Beispiel, du hast irgendwie einen Call verkauft, du hast einen Put verkauft, der Preis läuft gegen dich und jetzt bist du eigentlich an der Grenze, wo du deinen Trade schließen solltest, wo du deinen Verlust realisieren solltest, um ihn entweder danach zu rollen oder auch einfach zu sagen, okay, hat eben diesmal nicht geklappt, der Trade ist zu Ende. Und was passiert dann ganz häufig in dieser Phase? Man sagt, naja, man sucht nach Ausreden, warum man in dem Trade bleiben kann. Weil wir wissen ja alle, ne, ein Trade-Verlierer ist es ja erst, wenn wir ihn realisieren. Und das heißt, man versucht immer, sich noch Dinge zu suchen, die den Trade doch noch rechtfertigen, weil man will ja nicht vor sich selbst, vor allen Dingen nicht als Verlierer dastehen. So, und jetzt kommt unser imaginärer Trader-Freund ins Spiel. Und zwar habe ich mir damals überlegt, was wäre denn, wenn in deinem Büro oder ich bei ihm im Büro ein Händler säße, der ein richtig erfahrener, professioneller Wall Street Händler ist. Ne? Ich habe mir das so richtig vorgestellt, so ein Typ, der also, dem man schon den Erfolg so richtig ansieht und der eben jetzt vielleicht 100 Millionen, 500 Millionen handelt und der sehr erfolgreich ist in seinem Handel und sehr viel Geld verdient. Dann habe ich mich immer gefragt, wenn so eine Situation war, was würde der denn jetzt machen? Oder da fällt mir noch eine Situation ein, mit dem ich damals oft zu kämpfen hatte. Ich habe immer zu etwas Aktionismus geneigt. Ne? Ich habe etwas gesehen, gesagt, oh, super Idee, und noch vor der Recherche gleich rein, sofort die Aktie kaufen, sofort die Option handeln. Ne? Und da hat mir jetzt mein imaginärer Trader-Freund geholfen, weil ich bin dann immer so ein bisschen weg vom Stuhl oder vom Bildschirm und habe gesagt, okay, jetzt überleg doch mal, wenn dort dieser, ihr könnt ihm auch einen Namen geben, wenn, nennt ihn Gordon Gecko oder sonst irgendwie, ne? Aber wenn der jetzt da wäre, wenn der jetzt hier bei dir mit am Schreibtisch säße oder du säßt bei ihm mit im Büro und müsstest bei ihm handeln und jetzt würdest du so handeln, wie du es jetzt gerade machen willst, was würde er denn dazu sagen? Und die Idee dahinter ist, dass du natürlich die richtigen Antworten ja selbst weißt. Die muss dir ja keiner geben. Da muss ja keiner dastehen und muss sagen, Jens, was machst denn du gerade für einen Quatsch? Du weißt ganz genau, du bist an der Verlustgrenze, du musst deinen Verlust jetzt realisieren, also geh jetzt auch raus und red dir das Ganze nicht schön. Profis machen das nicht.
Und das sind ja Dinge, die du selber weißt, das muss dir keiner sagen. Aber mir hat das damals unheimlich geholfen, so einen externen Trader zu visualisieren und zu sagen, was würde der jetzt zu mir sagen? Was würde der jetzt in seinem Konto machen? Und vielleicht macht der ein oder andere das von euch auch. Gibt es übrigens auch. Das kann man in allen möglichen Bereichen machen. Ich weiß, das machen Leute, die im Sport sind. Das machen Leute bei der Ernährung und so weiter. Aber überlegt mal, dass ihr, wenn ihr selber, ihr müsst natürlich ehrlich jetzt sein. Ne? Ihr müsst selber sagen, jawohl, ich habe gewisse emotionale Schwächen. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Jeder von uns hat die. Ne? Und wir können diese Emotionen, die in uns sind, die können wir nicht abschalten. Wir können jetzt nicht sagen, so, jetzt bin ich Trader und jetzt schalte ich meine Emotionen ab. Das geht nicht. Was wir aber machen können, ist zu sagen, okay, wie bekomme ich denn meine Emotionen in den Griff? Und da hilft es eben, wenn wir sagen, okay, da ist ein Externer, dem ich gegenüber das Ganze reporten muss. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich derjenige bin, der von den ganzen Coachings, die wir machen, am meisten profitiert. Und zwar jetzt nicht in Form von Geld. Klar, ich bekomme Geld dafür, aber am meisten profitiere ich natürlich davon, dass wir im Coaching oder dass ich im Coaching ja alles, was wir da machen, mit echtem Geld mache, dass ich meine Konten zeige, dass ich meine Trades zeige, dass ich dreimal die Woche meine Konten zeige und sage so, so schaut's aus, das haben wir gemacht, das ist die Position, die ist im Plus, die ist im Minus, hier müssen wir rollen, hier müssen wir Gewinn mitnehmen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ja quasi vor der Kamera oder hinter der Kamera, ne, die, bei uns im Coaching sieht man mich ja, und dass da so viele Leute sitzen und mir zuschauen, das sind quasi meine imaginären Freunde und imaginären Trader-Freunde und denen muss ich ja Rechenschaft ablegen. Und deswegen kann ich gar nicht selber irgendwelchen Blödsinn machen, sondern ich bin quasi so committed, ne, neudeutsch, so committed meinen Kunden gegenüber, dass ich mich wirklich zu 100% an meine Regeln halte. Und es wird jeder bestätigen können, ich weiche wirklich überhaupt nicht von meinen Regeln ab. Und wenn man das natürlich jetzt nicht hat, weil man eben selber kein Coach ist oder weil man nicht mit jemandem in einem Handelsbüro sitzt oder so, dann kann dir dieser imaginäre Trader-Freund helfen. Indem du wirklich dir immer vorstellst, da ist einer, der ist besser als ich, der hat das alles schon hinter sich, was ich vielleicht gerade durchlebe, der kennt diese Emotionen nicht und ich will genauso werden wie er, nämlich erfolgreich an der Börse. Und deswegen nehme ich mich immer, bevor ich etwas tue, wo ich selber so ein unruhiges Gefühl habe, nehme ich mich ein bisschen zurück und sage, was würde der denn jetzt machen? Und das klingt jetzt vielleicht, ich habe es am Anfang gesagt, für den einen oder anderen ein wenig esoterisch. Aber wenn ihr das noch nie gemacht habt, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Probiert es mal die nächsten 4 Wochen aus. Es sieht ja keiner, ne? Ja, ihr müsst mit niemandem reden, ihr müsst jetzt nicht sagen, hey Gordon, was würdest du jetzt machen? Oder hey Buddy, was würdest du jetzt machen? Nein, macht das für euch, ihr könnt das innerlich machen, ne? Innerer Dialog. Ihr werdet aber merken, wenn ihr das tut, dass ihr viel reflektierter gegenüber eurem eigenen Trading seid, dass ihr sehr viel entspannter dann auch seid und vor allen Dingen, das ist wichtig, dass ihr viel mehr auch zu den Entscheidungen steht, die ihr getroffen habt. Weil wenn ihr euch immer vorher fragt, was würde ein hochprofessioneller Trader jetzt in meiner Situation machen? Wie gesagt, ihr müsst ehrlich dazu sein. Ne? Das ist jetzt nichts für Leute, die mit sich selbst nicht ehrlich sein können. Aber wer ehrlich zu sich selbst ist und diese Übung macht, der wird einfach feststellen, dass er viel mehr Vertrauen in sich selbst gewinnt, dass er natürlich auch gewisse Dinge nicht mehr tut und dadurch dann Vertrauen gewinnt, weil er dann sagt, okay, ich habe jetzt diesen Verlust realisiert und anstatt sich zu ärgern, kommt jetzt plötzlich dieses Gefühl, ich habe professionell gehandelt. Ich habe mich so verhalten wie ein professioneller Händler. Und ihr wisst ja, letztendlich an der Börse entscheidet nicht, welches System ihr handelt. Es gibt 1000 verschiedene Dinge an der Börse Geld zu verdienen. Es gibt alle möglichen Spielarten, die man da betreiben kann. Und auch hier bei uns im Optionshandel ist natürlich nicht die eine Strategie die einzig wahre. Es gibt ganz, ganz viele. Warum aber ist es denn so, dass du 2 Händler nimmst, denen komplett das Gleiche beibringst und der eine wird erfolgreich und der andere mit denselben Kenntnissen, mit denselben Märkten wird nicht erfolgreich? Woran liegt das?
Das liegt am Kopf. Ja? Das liegt nur am Kopf. Und da meine ich jetzt nicht so diese Plattitüden, du musst nur daran glauben. Nein, aber du musst natürlich das Selbstvertrauen haben, dass du ein guter Trader bist. Und gerade am Anfang, ich merke das ja auch immer, ne, wenn ich so diese Rückmeldung bekomme, im Helpdesk, im Coaching, wenn gerade die Einsteiger vielleicht manchmal noch zweifeln und sagen, jetzt muss die Schulen wieder rollen, dann ist denn das richtig und ich verzweifle hier noch. Ne? Und jetzt stell dir dasselbe vor, wenn einer dreimal hintereinander rollen muss, adjustieren muss, ein Anfänger, der noch nicht dieses Selbstbewusstsein hat, und dann stellst du dir jetzt einen professionellen Händler vor, der genau das Gleiche macht. Wie denken die? Die haben dieselben Aktionen gemacht, aber dieser professionelle Händler sagt, okay, so what? Das gehört halt nun mal dazu. Da ist nun mal so ein Trade, der läuft jetzt zwei, dreimal gegen mich. Ich muss den immer wieder adjustieren. Das ist nun aber mal das Business. Wie werden die ihre nächsten Trades machen? Der eine, der Profi, ich nenne ihn jetzt mal Profi, der wird das mit vollem Selbstbewusstsein machen und sagen, okay, nächster Trade, nächste Gelegenheit, ich weiß, ich handle ein langfristig gewinnbringendes System und deswegen mache ich einfach so weiter. Der Einsteiger, der dieses Selbstbewusstsein noch nicht hat, der wird sagen, wenn es jetzt wieder schief geht und jetzt verliere ich vielleicht wieder und vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich. Ne? Das heißt, der wird sich schwer tun und aus dieser Geisteshaltung heraus ergeben sich dann auch andere Handlungsweisen. Der selbstbewusst ist, der wird die richtigen Trades finden, der wird die richtigen Handlungen machen. Derjenige, der an sich selbst zweifelt, der wird die falschen Dinge tun. So. Und da man ja jetzt nicht per Fingerschnipp einfach selbstbewusst werden kann, was das Handeln betrifft. Viele Menschen sind in ihrem normalen Berufsleben extrem selbstbewusst. Wenn es zum Trading kommt, zweifeln sie aber an sich. Und das ist auch vollkommen normal, weil es eine neue Materie ist, ne? Weil man eben erst über die Erfahrung ja zu Selbstbewusstsein kommt. Und da hilft eben jetzt, und jetzt schlagen wir die Brücke, der imaginäre Traderfreund, zumindest hat er mir geholfen. Ne? Mir hat er geholfen und selbst jetzt manchmal erwische ich mich noch, dass ich sage, okay, was würde jetzt ein Profi machen? Ne? Es ist jetzt weniger geworden, also ganz selten taucht das mal wieder auf, aber ich habe meine ganze Zeit lang das wirklich extrem aktiv gemacht und habe mich wirklich jeden Tag gefragt, was würde ein Profi machen? Und das ging bei simpelsten Sachen dann auch los. Ich sitze vor meinem Rechner, es ist früher Morgen, ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, habe einen Termin und denke so, Morgenroutine, machst du die heute noch? Na komm, lass mal weg, kannst du auch morgen wieder machen. Imaginäre Traderfreund, der Profi sagt, bist du jetzt ein Profi oder bist du ein Amateur? Geht ein Profi in den Markt, ohne dass er sich vorbereitet hat? Nein. Und wenn du das sagst, dann wirst du sagen, verdammt, dann mache ich es eben jetzt noch. Ne? Und so gibt es eben ganz, ganz viele Punkte, die du dich dann abfragen kannst. Und wie gesagt, mein Tipp oder meine Bitte, probiert es einfach mal aus. Selbst wenn er das jetzt blöd findet, ne? Und der ein oder andere wird mir es vielleicht auch in die Kommentare schreiben, probiert es einfach mal aus und ich bin sicher, dass es vielen von euch helfen wird, ihre noch vorhandene Unsicherheit im Trading zu überwinden, damit mental stabiler zu werden und durch diese mentale Stabilität natürlich auch bessere Trading-Ergebnisse zu erzielen. Ich bin jetzt ganz gespannt auf eure Meinungen. Schreibt mir mal dazu, was ihr davon haltet. Macht ihr sowas eventuell auch? Gibt es da vielleicht auch andere Bereiche, wo ihr das anwendet? Haltet ihr das für Blödsinn? Und falls ja, warum haltet ihr das für Blödsinn? Ne? Also nicht einfach nur schreiben, das ist blödes Zeug, so, sondern schreibt mir da auch mal, ich finde es jetzt nicht so gut oder so. Warum? Also begründet mir es mal, okay? Dann sehen wir uns wieder nächste Woche hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns. Tschüss, macht's gut, Servus, bye bye.